Max Dittgen. Max, hallo, herzlich willkommen. Servus, Grüße an alle. Ich bin ja schon seit knapp 2 Wochen hier, habe schon jetzt längere Zeit meine Wohnung und habe mich so schon ziemlich gut eingelebt, wurde von allen gut aufgenommen. Ja. Als ich von dem Interesse vom FCK gehört habe, habe ich mich riesig gefreut, weil ich schon immer gesagt habe, FCK, da kann man mal spielen, da will ich mal unbedingt hin. Und ja, da hat es auch gar nicht lange gedauert. Der Kontakt lief sehr gut ab, sehr schnell. Und da ist mir die Entscheidung sehr leicht gefallen, mich für den FCK zu entscheiden. Und meine ersten Schritte auf dem Platz habe ich beim SC Rheinkamp gemacht, meinem Heimatverein. Und von dort aus bin ich dann zum MSV. Und ja, dann ging es weiter nach Schalke, zu Dortmund und dann wieder zurück nach Schalke. Das waren bisher die Wege. Und dann die ersten Profispiele habe ich dann bei Nürnberg bestritten. Ja, und dann ist es ein bisschen ins Stocken geraten. Und dann habe ich mich sehr über die Offerte in Groß-Asbach gefreut. Und ja, da habe ich dann, denke ich, jetzt den größten Karriereschritt gemacht bis jetzt. Erstmal will ich mich natürlich jetzt in der Vorbereitung für die Mannschaft, für die erste Elf empfehlen, möglichst viel Spielzeit zu sammeln und ja, natürlich auch den einen oder anderen Scorerpunkt dann, wenn es funktioniert und so viele Spiele wie möglich gewinnen, am liebsten jedes. Was Besseres als ein Abendspiel, zweite Bundesliga, volles Haus, kann ich mir im Moment nicht vorstellen.